kann mich noch an jedes Tor gut erinnern. Wie der Ball dann reingegangen ist, das vergisst man nicht so schnell. Sehr präsent ist auf jeden Fall noch das Tor gegen Mainz. Das war halt mega geil, so kurz vor Schluss. Vielleicht ganz knapp auf Platz 1 da wirklich das Tor, das 3:3 gegen Schalke war, weil das einfach ein mega geiler Spielzug war. Für mich persönlich einen Dreierpack in der Bundesliga zu machen, war natürlich was ganz, ganz Besonderes. Dieses Gefühl, wenn der Ball reingeht, du siehst es ja vorher schon. Siehst, der Torwart kommt nicht ran. Und dann ist das halt so ein spezielles Geräusch, egal wie laut es im Stadion ist. Man hört halt, wie der Ball hinten reingeht. Dann klicken kurz alle Leitungen aus und ist halt Freude pur.